So, Leute, ich bin's wieder mal, euer Grand Volot hier. Heute für euch ein neues Video und in diesem Video unterhalten wir uns wieder über Exo-Zombies, ausnahmsweise mal nicht Black Ops 3. Und zwar am 4. August kommt das letzte DLC in der Advanced Warfare. Es heißt Reckoning, enthält wie immer 4 Multiplayer-Karten, eine Zombie-Karte. Multiplayer-Teil überspringen wir am besten. Und ja, die Zombie-Karte heißt Descent und wir haben jetzt diesmal etwas, was wir so noch nicht hatten, und zwar ein Unterwasser-Forschungslabor von Atlas. Und die Karte soll dann das Geheimnis von Atlas lüften, beziehungsweise die Story, die Exo-Zombie-Story beenden. Und da werden wir jetzt Sachen erfahren, schätze ich mal, wie die Ursache der Zombies, wie es zu den Zombies hat gekommen ist und was Atlas für ein Geheimnis hat, beziehungsweise ja, was es mit den Exo-Zombies auf sich hatte. Hinzu kommt, es wird ein Goliath spielbar sein, wir werden eine neue Waffe bekommen, sie heißt Trident und es ist sowas wie, ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll, eine Waffe, die geladene bzw. irgendwelche elektrische Impulse in Form von Kugeln schießen kann, die dann wie so ein Gummiball zwischen Zombies und den Wänden hin und her prallt und einfach alle Zombies tötet. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus, seht ihr auch im Hintergrund. Und ja, hinzu kommt noch mindestens eine neue Zombie-Art, diese lilanen Zombies oder was es sind. Und ja, so viel dazu. Und was am Ende auch noch aufgefallen ist, ist dieser Mega-Zombie-Mutant, den man da sieht. Es ist wie so, ja, wie ein zombifizierter Goliath, bloß noch ein bisschen krasser. Goliath-Zombie hatten wir ja schon. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgehen wird, vor allem mit Oz, dem Hausmeister. Die Story knüpft genau da an, wo Carrier aufgehört hat. Und ich bin gespannt auf das Easter Egg, weil ich denke, das Easter Egg im letzten Teil war bis jetzt immer so. Moon Origins, und ich schätze jetzt auch im Exo-Zombie-Modus, war immer nochmal ein Stück schwerer als die alten bis jetzt. Und von dem her, ich bin gespannt. Am 4. August ist es soweit. Videos werden natürlich sofort auf dem Kanal folgen, genau wie ein Livestream werde ich auch machen. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt eure Meinung zum DLC. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis bald, euer Grand Warlord.